Assalamu alaikum Leute, was geht? Neuer Vlog bei Amaretto.de, ihr wisst Bescheid. Bayern gegen Frankfurt Vlog, ich habe richtig Bock. Und ja Leute, auf jeden Fall, ich mache einen Spaziergang. Und ja Leute, auf jeden Fall, man hat richtig Bock aufs Spiel. Erster gegen Zweiter, oder nee, Erster gegen Vierter ist es. Es wird richtig spannend werden. Ich bin schon richtig nervös, weil Frankfurt ist stark mit Kolo Muani und Mario Götze. Und ja Leute, auf jeden Fall Rückrunde startet. Ich hab Bock. Jetzt geht's ab. Und ja, Leute, auf jeden Fall, wisst Bescheid, Alter. Ich gehe jetzt ein bisschen rum, ein bisschen meine Nerven stimulieren. Deswegen, ihr wisst schon, ein bisschen rumgehen und so. Und dann sehen wir weiter. Fall nicht wundern, Leute. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, aber kann ich nichts machen. Auf jeden Fall, Leute, was sagt ihr eigentlich zu den Vorwürfen zu Serge Gnabry, dass er zu Ding gegangen ist, zu. Also zur Modenschau nach Paris? Wurde ja ziemlich kritisiert dafür. Sagt er, ist okay oder sagt er, ist nicht okay? Schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht mehr normal, wie viel hier Koks liegt, Alter. Schaut euch das an. Überall, überall nur Koks. Wahnsinn, Leute, auf jeden Fall. Immer im Januar kommen die weißen Pulverweihnachten auf einmal. Also, Wahnsinn, Leute. Heieiei. Auf jeden Fall, Leute, schauen wir mal morgen, wie das Wetter sein wird. Bin ich gespannt, Alter. Würde ich mal feiern. Stellt euch mal vor, während dem Spiel es schneit. Würde ich fühlen. Aber was ich auch noch sagen muss, in den letzten Videos habe ich mal gesehen, welche haben kommentiert, ich soll nicht so viel bei anderen geiern immer und so, weißt, wegen Klicks, siehst das. Auf jeden Fall ein paar Hate-Kommentare gehabt, wegen, dass ich mich löschen soll und so. Auf jeden Fall hat mir gut gefallen. Ich hoffe einfach, dass es noch mehr Leute kommentieren unter dem Video. Also, Leute, wenn ihr Leute wisst, die mich hassen, einfach bitte schickt ihnen den Link und so. Desto mehr Hate-Kommentare ich habe, desto besser. Dass ihr Bescheid wisst, Alter, für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, irgendwie muss ja das YouTube-Geld reinkommen irgendwann. Ihr wisst ja, irgendwie muss ja das YouTube-Geld reinkommen. Deswegen, desto mehr Hate-Kommentare, desto besser, Leute. Nehme ich alles. Hate-Kommentare, positive Dislikes, dies, das. Also deswegen, Leute, wäre top, wenn ihr weiter so haten könntet oder viele. Wäre geil für den Algorithmus auf jeden Fall. Und sonst, Leute, ja, dass ich mich lösche, wird schwer werden, weil, wie gesagt, bei mir gibt es leider keinen Löschbutton für den Kanal. Das ist das Problem, Leute. Deswegen muss ich viele leider enttäuschen. Also, sorry. Ich sag's jetzt mal so. Bevor ich mich lösche, müsste mich einer töten. Deswegen, ja, der Kanal wird nie gelöscht werden. Ich sag nur, ich werde eher davor umkommen, bevor der Kanal gelöscht wird. Deswegen. Oh, Matchday. Gute, wie alle sagen würden hier in Frankfurt. Auf jeden Fall Matchday. Mein Tipp. Prediction 3-1 für Bayern, wird ein hartes Spiel werden, aber entweder mein Gefühl, wir kassieren heute richtig oder wir gewinnen richtig. Wir werden sehen. Schreibt es mal rein in die Kommis, Leute, ob ihr auch so eine gute Sucht habt, das zu sagen. Ich sage euch ehrlich, das Wort, das ist einfach, das macht süchtig, Alter. Gute. Bestes Wort, sage ich nur. Also echt stabiles Wort, aber ich denke, ich sage das komplett wahrscheinlich falsch, Alter. Leute, mir ist das Wort nicht eingekommen. Ich meine das Gute-Syndrom, genau so, das meine ich. Auf jeden Fall, mich hat das Gute-Syndrom komplett gecatcht. Der viel zu früh im Stadion, 2 Stunden vor Anpfiff, auf jeden Fall alles leer. Ja, Wahnsinn. So früh war ich noch nie im Stadion, Leute. Aber ja, schaut euch das an. Einfach geil, einfach geil. Einfach zum Genießen. Es wird heute richtig krasse Stimmung werden und ja, jetzt chill ich ein bisschen und dann sehen wir weiter. Ich sag nur, in Union eskaliert's, Leute, in Union eskaliert's. Auf jeden Fall Union Hertha, ganz, ganz wildes Duell, komplett am Eskalieren. Bin heute gespannt auf Frankfurt. Leute, stimmungstechnisch wird es heute ein Knaller werden. Ich habe jetzt schon richtig Bock, Leute, richtig Bock. Stand von 5.100 Winterfolge und das noch mehr. Vorbilder. In vielen Ländern kämpfen Frauen auch heute für ihre Rechte, Selbstbestimmung. So Schusstraining läuft, Leute. Jeder Schuss ein Tor. So muss jetzt im Spiel sein. Und dann als easy.
erlaubt sind, bitte die Eintracht-Fans. Geisteskrank. Also ich muss zugeben, Eintracht hat einfach die besten Fans. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben, Leute. Wie laut die sind, ist nicht mehr normal. Wirklich nicht mehr. So Leute, Frankfurt-Fans sind einfach geisteskrank. Wirklich. Einfach GG, was die machen. Einfach geisteskrank, wirklich die Fans. Der Licht V, Leute, Wahnsinn. Keine gute Aktion von uns. Aber Digga, diese Frankfurt-Fans, die gehen so ab. Die gehen so ab. 90 Minuten am Abgehen, Leute. Wahnsinn. Diese Fans sind Wahnsinn. Bruder, diese Fans, diese Fans. Junge, Sané, was hat Sané vergeben, Mann? Digga, die Chance muss er machen, Alter. Fuck mal, 10. Minute, erste Chance, Leute. Geht ab. Bayern meldet sich auch mal zu Wort, Leute. Auf jeden Fall bis jetzt offenes Spiel, sehr offen. Nächste gute Chance, Leute. Nächste gute Chance für Eintracht. Nach 16 Minuten auf jeden Fall. Sehr offenes Spiel. Geht. Nächste gute Chance, Leute, von Schupo. Schade, Mann. Ganz knapp am Tor vorbei. Im eigenen Stadion. Pfeifkonzert, Digga. Im eigenen Stadion. Geisteskrank. Ich habe keine Worte. Junge Leute, fast durch den Fehlpass 1-0, Alter. Ausnahmslos, der ganze Block macht mit. Ausnahmslos, Leute, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Das sag ich nicht oft, Alter. Junge, diese Fans, Leute, also kompletter Block macht mit. Wahnsinn, Wahnsinn. Passiert hier gelbe Karte für Sommer, weil der rausgelaufen ist. Ich habe schon gedacht, was jetzt los, Leute? Komplette Eskalation hier, Leute. Also gelbe für Jan Sommer. Oder diese Frankfurt-Fans, die bringen mich zum Durchdrehen. Wie krank sind die bitte? Also muss ich selber zugeben, geisteskrank. Der ganze Block macht mit, der ganze Block. Oder. Scharf zurück, Leute. Bayern-Fans schießen scharf zurück, Leute. Also heiße Stimmung hier, richtig heiße. Das kann nicht wahr sein, Mann. Wieder zwei Chancen vergeben wir. Wir vergeben wieder zwei Chancen, Leute. Unglaublich. Die zwei Tore müssen eigentlich, das war ein sicheres Tor, Mann. Deswegen, wenn wir das liegen lassen, dann werden wir das Spiel heute verlieren, sage ich euch ehrlich. Also, Digga, den musst du doch machen, Schupo. 1-0 für Bayern, Leute. Sané, Mann. Junge, ich hab's nicht mehr geschafft zu filmen, Leute, weil ich es zwar so unerwartet, auf jeden Fall Sané mit dem 1-0, ganz, ganz wichtig, in der 32. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn, was ein Spiel, Junge. Leon! 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 Leon!
wichtig, Leute. Jetzt ist Bayern auch da, Leute. Jetzt geht's auch ab bei Bayern, Leute. Muss man lassen, geht ab. Gott, Upa, die musst du machen, Mann. Zum 2-0, Alter. Den musst du Upa machen, Leute. Wenn du den liegen lässt, der wird bestraft. Gute Chance von Sané, Leute. Kannst du keinem erzählen, Choupo und Sané vergeben die Riesenchance zum 2-0, Leute. Und Frankfurt beschwert sich komplett wegen dem Foul vorher. Wahnsinn. Also normal müsste 2-0 stehen, Leute, sage ich euch ehrlich. Frankfurt kann heute keine Ecken schießen, Leute. Schon zwei verschissene Ecken. Liegt es auch daran, weil der Rasen so rutschig ist, deswegen sind die zwar mal ausgerutscht, aber keine Ahnung, zwei Ecken. Ah Mann, der letzte Punch fehlt, Leute, der letzte Zug zum Tor. Kolomani, Leute, zum 1-1 für Frankfurt. Tschüss, war das gut gemacht. 2 gegen 3 Situation und rein. Respekt an Frankfurt. Stark gemacht, stark gemacht. 2 gegen 3 Situation ausgenutzt und Kolomani hat ihn einfach reingepfeffert. Geisteskrank, geisteskrank. 1-1 Frankfurt, Kolomani, Leute. Kolomani. Wahnsinn. Schade, Musiala mit einer guten Chance, aber übers Tor leider. Junge, was ein Fehlpass von Upamecano. Also man merkt, bei Bayern, da passt aktuell hoch und oben nichts. Also man merkt, die sind gerade ein bisschen verunsichert. Das merkt man richtig. Beinahe noch das 2-1 sollte. Beinahe. Wahnsinn. Leider kein Kimmich 2.0 wie gegen Köln, Leute. Weil das Ding reingenagelt hat. Diesmal übers Tor. Aber es geht nicht immer. Auf jeden Fall noch 3 Minuten, dann Spiel vorbei. Herzinfarkt, Leute, fast 2-1 Frankfurt, Alter. Also ich sag euch ehrlich, wir spielen heute richtig nicht gut. Nicht gut, das ist natürlich ehrlich, zu viele Chancen liegen lassen. Good joke, Leute. Jetzt mal ohne zu schleimen, Frankfurt hat einfach die besten Fans in Deutschland. Muss ich selber zugeben, als Bayern-Fan, 100%. Wenn ihr bessere kennt, schreibt es in die Kommentare rein. Fall. Trotzdem bin ich stolz auf meine Jungs und stabil Frankfurt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da für den Vlog, um keine weiteren zu verpassen. Und ja, Leute, auf jeden Fall 1-1 verdient. Ja, auf jeden Fall beide geile Mannschaften. Und ja, Leute, auf jeden Fall haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Amaretto.at. Ciao.